Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und heute habe ich wieder einen ganz klassischen Beauty Haul für euch. Denn in der letzten Zeit ist so einiges wieder dazu gekommen von Sephora, von DM und von Douglas und von Rituals. Ich hatte nämlich in einem meiner letzten Videos euch mal gefragt, ob ihr wieder Zeit, ne, ob ihr wieder Zeit hättet. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos gefragt, ob ihr wieder Lust auf einen Beauty Haul hättet und die meisten haben für ja. Ja und ja, bitte gestimmt und deswegen machen wir den natürlich heute. Es ist vor allem, und das überrascht mich gerade, wo ich die neuesten Sachen jetzt rausgepickt habe, so aus meinen ganzen Schubladen, weil natürlich sortiere ich immer alles direkt ein, ich fange an, es zu benutzen. Also ich sammle nicht erstmal und für ein Beauty Haul, sondern ich kaufe die Sachen ja, weil ich sie auch benutzen will. Und die werde ich euch heute zeigen und es ist vor allem erstaunlicherweise sehr viel dekorative Kosmetik dieses Mal dabei. Also beim letzten Beauty Haul war es, glaube ich, sehr viel Pflege und Skincare und solche Sachen oder Haircare. Und heute ist es tatsächlich sehr viel Dekoratives. Gut, würde ich sagen, starten wir doch direkt. Und ich mache das einfach so ein bisschen querbeet. Ich sage euch immer, wo ich das gekauft habe, weil ich habe schon erwähnt, eben Sephora, Douglas, DM, Rituals. Das sind, glaube ich, so die Shops, wo ich gekauft habe in der letzten Zeit. Und auch einiges davon sind PR-Samples, die ich euch aber trotzdem heute gerne zeigen möchte, weil sie bei mir neu sind. Aber auch da werde ich es euch natürlich sagen, beziehungsweise hier oben steht ja auch Dauerwerbesendung. Also werde von keiner dieser Marken dafür bezahlt, um das jetzt mal klarzustellen. Und jetzt starten wir auf jeden Fall sofort mal in den Haul. Ich möchte beginnen mit DM wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir fangen mit DM an und vor allem auch mit den Skincare oder, naja, Skincare ist eigentlich gar nicht dabei, sondern doch ein Produkt ist Skincare und der Rest ist auf jeden Fall so mehr oder weniger Care im weitesten Sinne. Und da möchte ich euch zwei Shampoos zeigen. Da guckt er mich mit ganz großen Augen an, ein Kameramann. Das ist sein Shampoo. Und zwar sind zwei Shampoos bei uns neu eingezogen von Santé, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von dieser Naturkosmetikmarke von DM. Und da haben wir einmal das Jeden Tag Shampoo Extra Sensitiv für Pflege und Glanz und das Feuchtigkeitsshampoo Bio Mango und Aloe. Und diese beiden Shampoo, hoppala, diese beiden Shampoos haben wir uns einfach so relativ spontan rausgesucht. Also wir waren beide auf der Suche bei DM nach einem neuen Shampoo. Für mich vor allem jetzt im Winter brauche ich dringend halt ein Feuchtigkeitsshampoo, weil ich sehr trockene Spitzen und Längen habe. Und ich wollte da auch ganz gerne einfach mal was Neues ausprobieren. Und da ich generell auch ein Fan natürlich von Naturkosmetik bin, wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr das, dann greife ich natürlich auch gerne einfach zu Naturkosmetikprodukten, veganen Produkten oder auch Bio etc. Da sind wir relativ schnell über diese Marke gestolpert. Und ja, die ist nicht ganz günstig, aber die sind auch alle silikonfrei und vegan natürlich, bio zertifiziert und haben auch sehr gute Testergebnisse und die Marke kannte ich zwar, aber ich habe bisher noch nie ein Shampoo ausprobiert. Und da haben wir dann im Prinzip beide einmal zugegriffen und ich muss gestehen, wir sind beide sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Das sind richtig gute Shampoos. Ich mische meins ja mit dem Silbershampoo, aber sind wir sehr glücklich mit und ich glaube, dass wir die auch weiter kaufen und nachkaufen werden. Dann habe ich ein neues ich habe heute Sprachfehler. Dann habe ich mir ein neues Trockenshampoo geholt und ihr wisst ja schon, dass ich ein Fan von der Marke Langhaarmädchen bin und die haben auch ein Trockenshampoo und das heißt pure Frische, es hat einen mattierenden Effekt und ansonsten natürlich gibt es dem Haar auch Volumen und macht an für sich auch das, was ein Trockenshampoo machen soll. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit. Ja, es riecht auch sehr gut. Also ich habe es das erste Mal benutzt und dachte mir schon so, oh, der Duft ist aber richtig toll. Und habe dann Daniel auch mal schnuppern lassen und er sagte auch, ja, Duft gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin generell wirklich ein Fan der Marke. Die ist natürlich nicht ganz günstig, auch genauso wie die Shampoos. Auch das hier hat, glaube ich, so um die 4 oder 5 € gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber habe ich ja auch schon in meinem letzten Video erwähnt, ich gebe auch für Trockenshampoo gerne ein bisschen mehr Geld aus, weil ich das tatsächlich erst so jeden zweiten, dritten Tag irgendwie benutzen muss und
das muss einfach wirklich funktionieren, das muss gut aussehen, das darf die Haare nicht so stumpf machen. Also die sollen immer noch sich gut anfühlen einfach und nicht so trocken werden, weil ich halt, wie gesagt, trockenes Haar im Winter habe. Und bisher komme ich mit dem hier sehr gut zurecht. Dann ist noch mitgegangen bei DM etwas, was ihr vielleicht noch auch aus meinem letzten Aufgebraucht-Video kennt, nämlich von Schäbens, diese Beauty-Konzentrate. Und ich habe mir jetzt die Perfect Skin mitgenommen. Das sind halt auch so Konzentrate, die halt so einen richtigen, ja, Glow-Effekt im Prinzip machen und halt Fältchen, Glanz und Poren minimieren. Die sind mit Hyaluronsäure, Sichuan-Pfeffer und Vitamin E. Und ihr seht, ich habe auch schon eins benutzt. Die habe ich früher tatsächlich, habe ich die öfter gekauft. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen wieder aufmerksam geworden auf diese kleinen Ampullen und habe mir die jetzt auch nochmal wieder gekauft. Und ich finde die wirklich sehr gut. Kann ich auch so schon sagen. Kenne ich, ist ein Produkt, was ich schon öfter hatte und ja, ist wieder in meinem Warenkorb, nein, nicht in meinem Warenkorb, sondern in meinem Einkaufskorb gelandet. Dann habe ich noch mitgenommen bei DM etwas, das ich auch regelmäßig kaufe von Essence, die 2-in-1 Profi-Pfeile. Was ich an dem Teil halt so gut finde, ist, dass die eingepackt ist. So. Die hat halt eine Hülle. Und dann halt im Prinzip diese zwei Seiten, einmal zum Kürzen, einmal zum, ja, Shape, also für die Form, in Form halt zu bringen. Die eine Seite ist ein bisschen rauer, die andere ist ein bisschen feiner. Ihr seht jetzt, ich habe mit Nagellack meine Nägel gefeilt, soll man glaube ich eigentlich nicht machen, aber ups. Die finde ich richtig, richtig gut und ich mag auch einfach, dass die halt eine Verpackung hat. Das ist sehr praktisch, wenn man die auch mal mitnehmen will und die kaufe ich immer wieder nach. Ist wirklich einer meiner Dauerfavoriten. Außerdem noch mitgenommen von Essence, die Lash Princess False Lash Effect Mascara. Meine war jetzt leer, leer, leer und leer und deswegen habe ich die natürlich wieder nachgekauft, weil das tatsächlich meine absolute Lieblings-Drogerie-Mascara ist. Die ist wirklich mega. Ich benutze in der Regel immer zwei Mascaras, deswegen hält bei mir so eine Mascara auch relativ lang. Und ich benutze immer die zuerst und dann die Too Faced Better Than Sex halt oben drüber. Dann entweder waterproof oder nicht waterproof. Kommt immer gerade darauf an, ob ich einen langen Tag vor mir habe oder mich nur kurz für die Kamera quasi auch herrichte. Und da reicht auch eine normale, muss nicht unbedingt waterproof sein. Und die finde ich wirklich genial. Muss man nichts zu sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top. Kann man, glaube ich, fast gar nicht schlagen. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen aus der Drogerie von Catrice das Brow Boost Serum. Das ist jetzt eine aktuelle Limited Edition, meine ich, gewesen. Und ich habe das halt noch bekommen. Ich hatte auch die News halt dazu bekommen und dachte mir schon so, ah, so ein Augenbrauen-Serum, das wäre noch was. Und ich habe jetzt angefangen, es zu benutzen. Deswegen kann ich noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil es halt draufsteht auch, dass man mindestens 4 Wochen das halt nutzen soll. Ich gebe zu, bisher hat es noch nicht so jeden Tag funktioniert. Also steht drauf, man soll es jeden Tag benutzen. Hat bei mir jetzt noch nicht so ganz geklappt, aber ich versuche das noch mehr in meine Routine mir anzugewöhnen und das halt wirklich abends vorm Schlafengehen halt zu verwenden. Der Pinsel ist relativ schmal, also ähnlich wie bei einem Wimpernserum, also ein sehr dünnes Bürstchen. Funktioniert auf jeden Fall und zur Wirkung werde ich dann wahrscheinlich in 3 Wochen, 4 Wochen ungefähr. Naja, ich benutze es jetzt so die ersten anderthalb, aber auch nicht jeden Tag. Also ich gebe dem Ganzen wirklich nochmal 4 Wochen, denke ich, bis ich da irgendwie hoffentlich einen Effekt erkennen kann. Hat, meine ich, 5 € gekostet, fand ich jetzt vom Preis her ganz in Ordnung. Und wie gesagt, war halt eine Limited Edition. Also falls ihr es noch bekommt, dann vielleicht wirklich mit Glück. Aber ansonsten, sorry, LE ist wahrscheinlich schon ausverkauft. Okay, jetzt wandern wir so ein bisschen rüber. Nein, ein Pflegeprodukt noch. Ein Pflegeprodukt. Das habe ich nämlich direkt bei Rituals gekauft. Und zwar Shower Flower heißt das. Das ist aus der neuen Kollektion The Ritual of Holy. Und es ist mit White Lily und Peach Blossom. Und das Besondere hier dran ist, ich habe es noch nicht benutzt. Das seht ihr vielleicht hier in dem Kopf. Also wenn man das halt rausdrückt, dann sieht das aus wie eine Blume. Guckt wirklich mal im Netz auf Instagram oder sonst irgendwo, da werdet ihr Videos dazu sehen. Und sobald ich anfange, es zu benutzen, kann ich ja auch mal so ein kleines Boomerang oder ein Video halt auf, ja, Instagram machen. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, ich verlinke euch einmal gerne auch meinen Instagram, immer unten in der Videobeschreibung. Ihr dürft mir sehr gerne dort auch folgen. Auf jeden Fall ist das hier wirklich so ein Teil-Verpackungsopferkauf gewesen. Auch einfach so, dass der Duschschaum in Form einer Blume rauskommt. Als ich die Videos dazu gesehen habe, habe ich gedacht so,
Egal, ich muss es einfach haben. Und ich bin einfach ein sehr großer Fan von Rituals, das wisst ihr. Und jetzt habe ich auch endlich mal wieder einen Duschschaum. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit immer die Öle, die ich auch wirklich gut finde. Aber der Schaum ist halt noch so ein Ticken besser, weil es halt einfach schäumt und ich mag das einfach. Douglas. Wir machen weiter mit Douglas, oder? Ja, doch, mit Douglas. Das war definitiv der teuerste Einkauf in der letzten Zeit. Ich bin so ein kleines bisschen in Douglas in Köln gefallen. Wenn ich unterwegs bin, ich war ja vorletztes Wochenende, war ich ja auf dem Beauty Press Event. Und dann bin ich immer so in meinem Gönnermodus. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man auf Reisen ist, dann ist man auch immer so ein kleines bisschen in Shoppinglaune. Also ich hatte Zeit und dachte so, komm, gehst in den Douglas rein. Und dann habe ich so zwei Sachen mitgenommen, die schon wahnsinnig lange auf meiner Wunschliste standen, aber so richtig lange. Und dann habe ich noch einen Spontankauf gemacht, der auch sich bisher aber gelohnt hat, muss ich sagen. Und auch auf meiner Wunschliste stand. Ich fange an und zwar habe ich mir von Benefit mitgenommen den normalen Hoola im Mini-Format, weil ich auch erstmal testen wollte, ob jetzt wenigstens der normale Hoola die vernünftige Farbe für mich ist. Weil ihr kennt ja das Dilemma aus meiner Schminksammlung, habe ich es euch ja erzählt ausführlich, mit dem Hoola Light, dass ich mir den gekauft habe, weil ich dachte, ja, du hast eigentlich eher so eine hellere Haut, bist so ein mittlerer Hauttyp und dafür ist er ja auch speziell auf den Markt gekommen. Und ich muss sagen, jetzt habe ich den normalen Hoola, den habe ich auch heute drauf und ich finde, dass sogar der noch ein Ticken dunkler für mich sein könnte. Also ich finde sogar, der ist eigentlich relativ hell. Ich weiß nicht genau, was so mit den Hoola-Bronzern ist. Also kann sein, dass es in der Kamera auch anders wirkt, aber ich habe mir jetzt gedacht so, ja, der ist gut, aber ist jetzt auch nicht so the darkest of all times, ne? Also der ist, glaube ich, so ein guter Alltags-Standard-Bronzer und ich bin sehr zufrieden mit dem. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, das hier sind ja jetzt in der Mini-Variante. Wie groß bist du? Du hast keine Grammanzahl. Der hat jetzt 4 Gramm. Ich weiß nicht, wo die normale Größe liegt und der kostet ja um die 17 Euro, was natürlich schon ein echt happiger Preis ist für so ein kleines Produkt, aber ich muss gestehen, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit und ich besitze nicht viele Bronzer und da dachte ich mir, komm, versuch es mit dem und ich bin sehr glücklich und wenn der auf jeden Fall leer ist, werde ich mir auch die normale Größe kaufen, wobei ich zwar auch glaube, dass man an den 4 Gramm erstmal lange aufbraucht. Dann habe ich mir einen neuen Pinsel gegönnt und mir fehlte die ganze Zeit in meinem Pinselsortiment ein Highlighter-Pinsel und das hier ist jetzt von Zoeva der Luxe Face Focus. Der ist eigentlich ausgezeichnet, dass man den als Konturpinsel benutzt. Ich persönlich finde aber, dass er die perfekte Größe und Form eigentlich als Highlighter-Pinsel hat. Und ich bin ein absoluter Fan von der Marke Zoeva, was Pinsel anbelangt, weil die auch vegan sind. Die haben super Qualität. Ja, die sind nicht günstig. Auch dieses gute Stück hat 15 Euro gekostet, meine ich. Ich hätte mir natürlich auch den normalen in Schwarz für 13 Euro kaufen können. Und dann sage ich ganz ehrlich, ja, schmeißt du 2 Euro und top, ne? Und kauf dir halt das schickere Modell. Also wenn du halt schon mal so viel Geld für einen Pinsel ausgibst, dann ist für mich jetzt 2, 3 Euro rauf und runter jetzt auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Und ich habe halt die Rose Gold Edition, also das große Set habe ich mir damals gekauft. Und da passt der halt einfach besser dazu. Und da bin ich halt auch Verpackungsopfer, ne? Weil das ist halt schon schick, muss man sagen. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, wo ich ein bisschen zuerst überlegt habe und dann ist es doch mitgegangen. Und zwar ist das die Dior Backstage Foundation. Ich stand dann plötzlich vor dieser Theke, vor dieser riesigen Auswahl an verschiedenen Nuancen und dann dachte ich so, komm schon, wann hast du dir das letzte Mal wirklich eine gute Foundation gekauft? Der Witz ist, es war am Tag davor. Aber okay, dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall ist diese Foundation natürlich etwas, was ja super gehypt wurde, als sie rauskam. Die gesamte Backstage-Kollektion ist ja wirklich rauf und runter gespielt worden. Und da hat natürlich Dior echt ja ordentlich Marketing betrieben. Und es hat mich schon so gepackt, muss ich sagen. Und ich finde halt die Foundation echt klasse. Ich mag auch die Verpackung. Viele haben ja bemängelt, dass es halt so eine Plastiktube ist. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Ich finde, die Verpackung ist sehr edel und ich trage die jetzt in der Nuance 1,5N, also neutral bei hellerer Haut. Ich trage sie auch heute und ich finde die Foundation wirklich sehr gut. Es gibt zwei Dinge dabei zu beachten. Ich bin ein Mensch, ich habe eine trockene Haut. Das heißt, diese Foundation, dadurch, dass sie ja auch schweißresistent ist,
ist sie leicht austrocknend. Das heißt, ihr solltet auch bei der Wahl eurer Base, also sprich des Primers, darauf achten, dass ihr einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter auftragt und nichts Mattierendes oder ja diese Poreless Primer oder so, die halt tendenziell auch schon die Haut austrocknen. Ich hatte es am Anfang das erste Mal damit nämlich verwendet und auch mit einem mattierenden Fixing Spray und das war wirklich so... Wow, jetzt spannt meine Haut leicht. Also da habe ich wirklich gemerkt, das war ein Ticken zu trocken, zu drisch für meine Haut. Deswegen achtet darauf, wenn ihr die verwendet und genauso wie ich auch ein Hauttyp seid, der halt trockene Haut hat. Ihr könnt diese Foundation euch kaufen, ihr könnt sie verwenden, gar kein Problem. Tauscht dann aber einfach die Base-Produkte und auch die Finishing-Produkte aus. Also sprich vielleicht auch noch ein Puder oben drüber, was halt Hyaluron vielleicht hat, was ein bisschen feuchtigkeitsspendend ist. Und auch einfach ein Setting-Spray, das halt nochmal Feuchtigkeit spendet, wie zum Beispiel das von Pixi. Und dann funktioniert die für mich hervorragend. Die Farbe ist perfekt für mich, ich bin mega glücklich und die fühlt sich halt wirklich sehr leicht auf der Haut an. Und da merkt man schon nochmal den Unterschied zu den sehr günstigen Foundations aus der Drogerie. Und damit jetzt genug dazu. Ich muss dazu nicht mehr sagen, sie ist wirklich sehr gut. Schließen wir direkt an zu der Foundation, die ich mir just an dem Tag davor nämlich gekauft habe, was aber eigentlich keine Foundation ist. Also zählt das ja vielleicht auch gar nicht so. Und zwar ist das von Too Faced aus der Reihe Born This Way der Multi-Use Sculpting Concealer. Ja, da steht Concealer drauf und ich habe mich dann... Erstmal auch, ich wollte die normale Born This Way Foundation kaufen. Fangen wir vielleicht so an. Und es war der Tag, bevor ich halt nach Köln gefahren bin, war das Sephora-Event hier in Luxemburg. Und da stand ich dann halt davor. Ich hatte sie schon mal eine Woche davor geswatcht und dann war ich so ein bisschen am Überlegen, weil ich bin nicht immer so ein Spontankäufer. Ich überlege mir sehr gut, was ich kaufen will. Und dann hatte ich die geswatcht und dachte so, ja doch, die ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann stand ich mit meiner unfassbar lieben, netten Verkäuferin und Make-up-Artist hier im Sephora vor dem Regal und sie sagte dann zu mir, ja, möchtest du die normale Foundation kaufen oder möchtest du vielleicht auch einfach dieses Produkt kaufen, weil das ist jetzt gerade neu von Too Faced und es ist halt auch einfach Concealer und aber gleichzeitig auch Foundation, also man kann es absolut als Foundation benutzen. Das hat halt hier so einen etwas dickeren Applikator. Der ist jetzt auch nicht wirklich ein kleiner, schmaler Concealer-Applikator. Ne? Also die Farbrange ist so ausgelegt, dass ihr das auch wirklich zum Konturieren benutzen könnt, zum Highlighten konturieren und auch als Foundation eben. Und ich habe jetzt hier die Farbe Light Beige und die hat wirklich eine ultra, ultra gute Deckkraft. Also da steht auch Super Coverage drauf und ihr bekommt Super Coverage, ja. Also das ist nicht gelogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist natürlich von der Konsistenz her wesentlich dicker als jetzt hier so eine Dior, so eine leichte Foundation. Obwohl die auch gut abdeckt, um Gottes Willen. Aber das hier ist halt echt geil. Also wenn ihr so wie ich auch manchmal einen Look haben wollt, der wirklich so richtig euch einen ebenmäßigen, gleichmäßigen Teint zaubert, dann ist das hier definitiv ein Produkt für euch. Ich habe an dem Tag noch 25% bekommen. Dann hat mich das Fläschchen auch nur 21 € gekostet. Regulär kostet sie 28 und die normale Born This Way Foundation kostet nochmal 10 € mehr. Also da sind wir dann schon bei den 40 € und dann fängt schon so langsam an, da bin ich dann auch immer so am Überlegen. Ne? Es braucht auch nicht mehr. 15 ml reicht auch erstmal aus. Ich bin auch ein Fan davon, Produkte auch irgendwann leer zu haben, um mir vielleicht dann etwas Neues kaufen zu können. Und gerade auch Foundations, wenn man mal ehrlich ist, wenn man mehrere bei sich im Sortiment hat, also bei sich im Sortiment zu Hause, ne? Ich rede schon von Sortiment, um Gottes Willen, irgendwas ist schiefgelaufen. Nein, also wenn man wirklich auch mehrere Foundations zu Hause hat, ihr wisst das, man braucht einfach unfassbar lange, bis die Dinger aufgebraucht sind und irgendwann muss man sie vielleicht sogar wegwerfen. Und das muss jetzt auch nicht sein, wenn man dann so 40 € für eine Foundation bezahlt, ne? Und deswegen bin ich tatsächlich ein Fan davon, wenn man auch bei manchen Dingen echt die kleinere Größe kauft oder eine Reisegröße oder was auch immer und dann einfach wieder austauschen kann. Und dann hat mich das echt überzeugt. War auf jeden Fall eine sehr gute Beratung an der Stelle. Bleiben wir bei Sephora und das hier ist jetzt ein PR-Sample. Hatte ich vorhin eigentlich PR-Samples schon? Nein, hatte ich nicht. So, das hier ist das erste PR-Sample. Das war in der Goodie-Bag vom Sephora-Event von Fenty Beauty. Das ist der Hustler Baby. Freestyle-Highlighter. Was auch immer das sein soll. Freestyle, also. Auf jeden Fall ist es, wie ihr sehen könnt, das ist halt die kleine Reisegröße. Ich weiß gar nicht, wo der preislich liegt, aber...
Als ich den aufgemacht habe, ich war so glücklich. Das ist mein zweites Produkt von Fenty Beauty und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den jetzt habe. Der ist einfach nur so geil. Ich trage ihn auch heute wieder. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, warum ich mir bisher eigentlich keinen Highlighter von Fenty gekauft habe. Sieht man's? Nee, man sieht's nicht. Das ist einfach echt geiler Shit, ne? Also ich trage den jetzt auch heute und ich muss sagen, ich liebe den. Das ist schon jetzt mein absoluter aktueller Lieblingshighlighter und die Farbe passt auch perfekt zu mir. Also wenn ihr ein heller bis mittlerer Hauttyp seid, nicht ganz so super hell, passt der auf jeden Fall. So goldig ist der nicht und muss ich nicht viel zu sagen, ich bin eh ein Fan von Highlightern. Ich gehe nochmal zurück zu DM, weil ich habe vergessen, ich habe noch was bei DM mitgenommen. Und zwar von NYX Sweat aus der Sweat Matt Lipstick Reihe eine neue Nuance. Und zwar Brunch Me, den trage ich ebenfalls heute. Ich habe euch ja schon vorgeschwärmt, als ich den ersten halt von. Ja, NYX, von den NYX Sweat Lipsticks jetzt als PR-Sample bekommen habe, dass ich die. Ja, Konsistenz und die Farbabgabe und alles einfach unfassbar gut finde. Und dann habe ich diese Farbe hier gesehen bei DM, der kostet ja 8,90 €. Ich finde den Preis für einen wirklich guten Lippenstift absolut in Ordnung. Kann man nichts falsch machen und auch das ist halt ein wunderschöner Nude-Ton. Ich glaube, der passt auch so fast zu jedem. Ich bin ein Fan. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Musste auf jeden Fall mit, als ich den gesehen habe. Ich habe noch einen Beauty-Shop unterschlagen, wo ich was gekauft habe und das war Paris Reed hier in Luxemburg. Und da habe ich mir nämlich von NYX mitgenommen den Duochromatic Shimmer Lipgloss. Und ja, den habt ihr in einem Video von mir schon bewundert. Ich glaube, ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, es war das vorletzte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da habt ihr mich auch gefragt, was ich auf den Lippen trage. Das ist dieser hier. Dieses Schätzchen. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn mir mitgenommen habe in der Farbe Crushing It. Und das ist im Prinzip eigentlich ein transparenter, farbloser Topper. Also für oben drüber halt, ne? Den könnt ihr im Prinzip auf jeden Lippenstift könnt ihr den auftragen und habt dann halt diesen Duochrome-Effekt. Und der schimmert halt so bläulich, pink, lila, also ultra geil einfach nur. Ja, ich muss sagen, als ich den da gesehen habe und geswatcht habe, habe ich gedacht so, okay, sowas fehlt dir definitiv. Also mir fehlt zwar nicht viel, außer hier vielleicht, aber nein, also der fehlte mir wirklich so ein Topper, der halt so ein bisschen Duochrome, so ein bisschen Glanz, weißt du, wo man einfach ja den normal langweiligen Lippenstift halt vielleicht ein bisschen aufpimpen kann. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Der kostet halt so um die 8 bis 9 €, je nachdem, wo ihr den dann halt kauft. Und es gibt da eine komplette Range. Aber ich fand den hier eigentlich am besten, weil der so relativ universell einsetzbar ist, weil der relativ hell und transparent soweit ist. Und nur für den Fall, dass ihr Paris vielleicht nicht kennt, eine Parfümeriekette aus Benelux, also hauptsächlich auch. Natürlich hier in Luxemburg, ich meine auch in Frankreich, Belgien. Also wenn ihr mal hier in der Gegend seid, lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ist auch direkt in der Nähe vom Bahnhof hier in Luxemburg. Also ich möchte euch jetzt nicht hier ermutigen, Touri zu spielen, aber falls, dann würdet ihr da auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großes NYX-Sortiment finden. Und da ist der halt mitgegangen. So, wir kommen zum letzten Produkt. Und ich bin so unfassbar glücklich, dass ich diese Palette habe. Ich habe auch heute den Look, den ich auf dem Auge trage, damit geschminkt. Und auch das ist ein PR-Sample. Ich war ja auf dem Sephora-Event und ich fand es einfach nur mega süß, weil sie hatten dieses Mal die Goodie-Bags für uns persönlich abgestimmt. Das habe ich auch schon auf Instagram erzählt. Und in meiner Goodie-Bag lag offensichtlicherweise die Norvina-Palette drin. Und ihr wisst ja, ich habe sie seit August schon. Und dann stand ich da so. Ich habe die Palette schon. Und dann sagte sie, ah, kein Thema, such dir eine andere aus. Und dann ist wirklich in dem Moment so, oh mein Gott, Fehler, Fehler, scheiße, ich darf mir eine Palette aussuchen, was mache ich denn jetzt? Also das ist wirklich so für mich totale Überforderung. Und ich finde auch, das ist nicht selbstverständlich, dass man einfach mal hingehen kann, so im Sephora Süßwarenladen, weißt du, für uns Beauty-Mädels. Ja, gewitt, such dir mal aus, Kind. Ne? Und du stehst da so. Auf jeden Fall ist das ungefähr der Moment gewesen und ich dachte so, verdammte Hacke, was machst du jetzt? Imena, komm her, wir müssen jetzt eine Palette für mich aussuchen. Und dann sind wir erstmal nochmal alle Stände durchgegangen und die Wahl ist dann relativ schnell auf die Urban Decay Born to Run Palette gefallen.
Die anderen Mädels hatten, also viele davon hatten auch die Cherry Kisses, glaube ich, heißt die Palette, die neue. Die ist aber für meinen Geschmack oder für meinen Typ zu rötlich-braun, also zu warm und zu rötlich. Und da kann ich nicht viel mit schminken. Aber mit der Born to Run, habe ich dann schon eher so ein bisschen... Ja, die Auswahl einfach. Ich muss ganz ehrlich gestehen, auch mit diesem Spiegel, also wenn man diese Palette in die Hand nimmt, geht mal in den Laden, macht das mal. Also die ist echt schwer. Das ist einfach wirklich was Hochwertiges, finde ich persönlich, was man da in der Hand hat. Das mag ich dann schon mal, weil man wenigstens fürs Geld halt auch einiges bekommt. Und bitte schaut euch diese Farbauswahl an. Also damit kann man, glaube ich, ungefähr jeden Look schminken, weil es ist jede Farbe dabei. Das hat mich sofort überzeugt, muss ich gestehen. Also ihr habt halt sehr schöne Nude-Töne, ihr habt rötlich-braune Töne, ihr habt alles für ein richtig tolles Smoky-Eye zu schminken, also auch sehr starke dunkle Nuancen, wie zum Beispiel halt dieses dunkle Grau und halt mit Jet auch einen sehr, sehr schwarzen Ton schon richtig und auch grün und blau. Muss ich dazu noch mehr sagen. Also ich glaube, diese Palette ist tatsächlich für jeden eigentlich geeignet. Und ja, deswegen habe ich die mir dann am Ende ausgesucht. Und ich finde auch die Verpackung echt wunderschön, weil das auch genauso das Motto einfach von dieser Palette ist. Ihr packt die ein, egal wo ihr hin wollt, egal warum ihr verreist. Mit dieser Palette könnt ihr einfach alles schminken. Ihr könnt einen ganz, ganz dezenten Alltagslook schminken, aber auch ein Smoky Eye für abends, wenn ihr ausgeht. Und ich muss sagen, momentan greife ich nur noch zu der. Jetzt liegt meine Norvina wieder ein bisschen auf der Seite. Aber auch das ist nicht schlimm. Ich bin ja echt ein großer Fan einfach davon, ja, Paletten einfach zu haben und die auch immer abwechselnd zu benutzen. Und momentan ist es dann halt diese hier. Das war's. Das war tatsächlich alles, was in der letzten Zeit, also Pi mal Daumen im letzten Monat, so neu bei mir dazugekommen ist. Ja, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben. Wenn ich das so alles vor mir sehe, dann fällt einem das immer so ein bisschen auf. Aber gut, man kauft es ja immer nur häppchenweise. Dann ist das nicht so schlimm. So viel dazu. Ich werde jetzt nicht mehr viele Worte verlieren. Das Video wird schon wieder lang genug. Aber ihr kennt mich. Ich will einfach euch immer ein kleines bisschen was zu den Produkten sagen. Wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt zu einem der Produkte, dann könnt ihr mir die wahnsinnig gerne in den Kommentaren stellen. Lasst mich auch gerne wissen, ob vielleicht auch ein Produkt dabei ist, das ihr kennt, was ihr euch in der letzten Zeit gekauft habt. Und wenn ihr zu irgendeinem dieser Produkte vielleicht noch eine spezielle Review oder auch, da ja sehr viel dekorativ dabei ist, vielleicht noch mal einen Make-up-Look sehen wollt, wie zum Beispiel diesen hier heute, dann lasst mich auch das sehr gerne wissen. Und dann würde ich sagen, bleibt mir jetzt wie immer euch noch einen wunderschönen Sonntag zu wünschen und wir sehen uns am Mittwoch wieder mit dem nächsten Fashion-Video. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!